Ich habe ein zusätzliches Verteidigungssystem aktiviert, Materialchen. Bitte kommt bei Gelegenheit im Solarkern vorbei, um es zu konfigurieren. Okay, das kam jetzt etwas unerwartet. Der, was ist Patriarch, Hierarch, der Taldarim, also der Chef der Taldarim halt. Dieser Alarak. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Jetzt, zuallererst schauen wir jetzt aber erstmal kurz in den Solarkern. Wir haben... Oh, sprechen wir erstmal mit Karax. Matriarchen, der Schlüsselstein absorbiert leeren Energie in einem Tempo ohnegleichen. Dieser Taldarim spricht also die Wahrheit? Leeren Energie strömt aus dem Tempel. Die Gefahr wird mit jeder Sekunde größer. Ich vertraue ihm nicht, aber alle Messwerte lassen darauf schließen, dass er die Wahrheit spricht. Ein Tor zur Leere wurde geöffnet. Können wir Atanes Position bestimmen? Nein, die Energien machen uns nahezu blind. Wir müssen unser Vertrauen in diesen Taldarim setzen, auch wenn es mir widerstrebt. Mir gefällt das auch nicht so wirklich. Trotzdem verteilen wir es gleich mal unser Solarit. Wir haben 35 übrig. Ah, Schildwiederaufladung. Erhöht die Schildregenerationsweite aller Proto-Einheiten Freude. Proto-Schilder regenerieren sich nur außerhalb des Kampfes. Bin ich 50 Solarit pro Stufe. Dann haben wir hier Massenrückruf. Bereits aktiviert. Teleportiert alle verbündeten Einheiten im Zielgebiet sofort zum primären Nexus. Die werden in 20 Sekunden lang einen Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert. Ja, ja, ist doch gar nicht so schlecht. Schildüberladung. Gewährt alle verbündeten Einheiten und Gebäuden sofort einen Schild, der bis zu 200 Schaden absorbiert. Hält 20 Sekunden lang an. Ist gut für einen Frontalangriff. Oder wenn eben unsere Basis massivst angegriffen wird. Oder Phoenix anfordern. Boah. Ruft Phoenix für kurze Zeit auf das Schlachtfeld. Bei der Ladung verfügt der Einheiten im Zielgebiet 200 Schaden zu. Phoenix greift selbstständig an und kann die Fähigkeiten Wirbelwind, rasender Sturmangriff und Schildkompensator einsetzen. Nach 30 Sekunden verlässt Phoenix das Schlachtfeld wieder. Okay, da wir im Moment eh nicht genug Solarit haben, um eins von beiden, also entweder Phoenix oder Schildüberladung anzufordern, laden wir mal die Schilde auf. Lassen wir mal für den Moment so. Dann haben wir noch einen Kriegsrat. Können wir auch noch mit Rohanna sprechen, die irgendwie nicht so gut aussieht, irgendwie, oder? Nur Rohanna, geht's dir gut? Rohanna! Rohanna! Ihr habt nach Ulma gesucht. Und jetzt habt ihr es gefunden. Die Wiege des Lebens. Euer Anfang. Und euer Ende. Lasst sie frei, Amon! Sucht ihr etwa in diesen leeren Hallen nach Erlösung? Hier werdet ihr sie nicht finden. Nur die Wahrheit über das Schattenwechsellager. Gebt sie frei! Ich biete euch ein Geschenk an. Freiheit in nichts. Schweigt! Okay, Amon kann sich also Rohanna bemächtigen. Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Gut, zum Glück hat Rohanna keinerlei Befehlsgewalt, aber Amon kann halt jederzeit sehen, was sie hier tun. Das ist gut, falls er das nicht eh schon kann. Es ist nicht gerade beruhigend, der Gedanke. Na gut, aber schauen wir mal aufs Konzilpult, was wir denn da dieser zuweisen können. Dieser Taldarim hat seine Krieger mitgebracht. Vielleicht ist seine Gegenwart uns tatsächlich von Nutzen. Okay, hier ist leuchtend. Getarnter Krieger. Ah. Blutjäger, Lehrenstars ist der Taldarim. Okay, schauen wir uns das auch mal wo an. Wo versteckt sich meine Beute? Okay, Fähigkeiten. Lehrenstars. Die anvisierte Einheit oder das Gebäude ist 10 Sekunden lang in Lehrenstars gefangen. Für die Dauer des Effekts wird verhindert, dass Ziele angreifen, sich bewegen, Fähigkeiten einsetzen, getarnte Einheiten aufdecken, Energieversorgung bereitstellen oder Technologien ermöglichen. Gefangene Einheiten können weder angegriffen noch von Fähigkeiten getroffen werden. Okay, das heißt, sie werden für kurze Zeit quasi aus dem Spiel genommen, und zwar komplett. Ja, das heißt, wie es oben gezeigt wird,
können sie ganz kurz, zack, das Ding rausnehmen und können dann einfach dran vorbeischlüpfen. Was jetzt im Prinzip für die gar nicht so verkehrt ist. Das zweite ist, ist darauf getan. Ist natürlich mal eine Überlegung wert. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus. Können wir hier noch was machen? Oder hier? Hier, nein. Da auch nicht. Und da auch nicht. Das lassen wir mal so. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob das was bringt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch gleich mal direkt die nächste Mission an. Euer Hierarch ist sich offensichtlich nicht der Gefahr bewusst, die sich ihm nähert. Wenn ihr seine sichere Rückkehr wünscht, dann solltet ihr eure Krieger zu diesen Koordinaten entsenden. Ja, zu diesen Koordinaten, ja. Okay, Mission Vorbote des Verderbens. Ziel, retten Sie Artanis. Ja gut, genau das haben wir auch vor. Wir bekommen 15 Solarit dafür. Die Erfolge schließen Sie die Mission Vorbote des Verderbens ab. Dann Sturmrufer. Vernichten Sie in Vorbote des Verderbens 15 Einheiten mit Psi-Stürmen. Bekommen wir mit dem Hohen Templer. Und lieb und teuer, schließen Sie die Mission Vorbote des Verderbens auf normal ab, bevor Kerrigan mehr als 3 Schwarmstücke verliert. Okay, das heißt, wir kämpfen also gemeinsam mit dem Zerg. Ist es auch ein bisschen unheimlich. Zerg und Protoss gemeinsam. Aber das höhere Gut zwingt uns quasi dazu, mehr oder weniger. Dann erhalten wir als eine Einheit den Hohen Templar, ein mächtiger psionischer Meister. Kann die Fähigkeiten Rückkopplung und Psi-Sturm einsetzen. Kann zu einem Archon verschmelzen. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch probieren. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal los. Als Tipp bekommen wir jetzt, die Hybriden vereinen die besten Eigenschaften der Zerg und der Protoss. Ihre körperliche Stärke und ihre psionische Macht sollten nicht unterschätzt werden. Ja, wissen wir. Die Hybriden sind echt krasse Gegner. Also die haben Schilde und einen Haufen Lebenspunkte und teilen aus, als ob es keinen Morgen gäbe. Was ist, wenn wir sie nicht aufhalten, wohl ja auch nicht gibt. ich würde sagen... Dieser Pfad wird eure Streitkräfte zu Artanis führen. Damit habe ich mein Versprechen erfüllt, dunkle Templerin. Sagt eurem Hierarchen, dass ich auf ihn warte. Matriarchin, unsere hohen Templer haben sich freiwillig gemeldet, euch zu helfen. Der Verlust der Kala war nicht leicht zu ertragen, doch wir sind erneut bereit zu dienen. Templer, ich danke euch für euren Mut in diesen schweren Zeiten. Wir werden unseren Hierarchen retten. Okay, wir haben wohl gerade scheinbar keinen Einheit ins Basisbau. Hauptziel finden Sie Artanis, ist da. Was haben denn die hohen Templer für Fähigkeiten? Das Rückkopplung entzieht dem Ziel alle Energie. Verursacht pro Energiepunkt einen Schaden. Okay, das heißt, wenn ein Ziel 100 Schildpunkte hat, erhält es auch 100 Schaden damit. Und der Psi-Sturm erzeugt einen Sturm aus Psi-Energie, der 4 Sekunden lang anhält und alle gegnerischen Einheiten im Zielgebiet bis zu 80 Schaden zufügt. Verbündeten Einheiten keine Chance, das ist schön. Und Archon-Verschmelzung, Opfer 2 Templer, um einen Archon zu erschaffen. Das machen wir aber mal noch nicht. Wir werden es jetzt überstehen. Laufen wir erstmal zu Artanis. Entaro Tassadar. Entfesselt Psi-Stürme, Brüder. Lasst diese Sklaven der Hybriden den Zorn der Templer spüren. Ja, machen wir jetzt sofort und zwar einmal zack. Von hier oben, bitte. Protoss! Achtung! Und zack. Ja, das geht doch relativ gut. Wir sind in... Ja gut, es kostet halt relativ viel Energie, ne? 75. Lasst uns weitergehen.
Unser Zweck vereint uns. Ich bin mal gespannt, was uns da so alles entgegenwerfen. So diene ich. Hier kommen wir nicht durch, da gibt's für Artemis. Es war fast zu erwarten. Ich vernahm euren Ruf. So, haben wir gleich nicht. Ich habe von diesen terranischen Phantomen gehört. Lenkt ihre eigenen Energien mit einer Rückkopplung auf sie zurück. Sie werden es nicht ertragen können. Richtig. So. Meine Klinge. Das Schild regeneriert sich. Ja, regeneriert sich langsam. Das Leid führt auf aber den so viel wollte ich eigentlich, so lange wollte ich jetzt eigentlich nicht warten. Schauen wir, was uns da oben erwartet. Templer, zu uns! Schnell! Zu mir, mein Schwarm! Horatsun, eure Streitkräfte kommen genau zur rechten Zeit. Amon hat ein Portal zur Leere geöffnet. Es muss geschlossen werden, bevor es alles auseinanderreißt. Dem stimme ich zu. Mein Schwarm und ich werden den Großteil von Amons Macht abwehren und Zeit schinden. Ihr werdet das Portal schließen müssen. Das Tor bezieht Energie aus diesen leeren Kristallen. Wir werden sie zerstören müssen, um das Tor zu versiegeln. Dann soll es so sein. Okay, wir haben doch Basisbau. Und wir haben allerdings, ja gut, Kerrigan hat 1, 2, 3, 4, 5 Schwarmstöcke. Wir sollten das Ganze schaffen, bevor es 3 Schwarmstöcke verliert. Die Dunkelheit nähert sich meinem Schwarmcluster, Artanis. Ich hoffe, du schaltest diese Kristalle bald aus. Ich schicke dir weiterhin so viele Zerg, wie ich entbehren kann. Kämpf ja, was, tapfer, Templer. Was nicht allzu viel sein dürfte. Bau du mal kurz noch einen Assimilator dahin und dann wieder an die Arbeit. Puh, ich brauche erstmal noch nicht Zeit. Ich brauche erstmal noch eine Schmiede, die gibt's hier 150. Bauen wir noch kurz 2 Arbeiter, damit die unsere Kristalle ein bisschen schneller fließen. So, was geht hier ab? Erklärt euch ein weiteres Mal. Ich füge mich. Nee, mach Entaro Tassadar. So, jetzt erstmal Schmiede, klatsch die mal dahin. Und dann, was brauche ich denn? Raumportal haben wir hier schon. Mit dunklen Schreien brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Den können wir mal dahin machen. Irach, ich empfange mehrere versteckte Energiesignaturen aus dem Tempel. Es scheinen Xel'Naga-Gefäße zu sein. Uralte Energiequellen. Wenn wir sie finden können, sollte ich in der Lage sein, mit ihrer Energie zusätzliches Solarit aus dem Kern der Speer des Adun freizumachen. Oh, das wäre schön. Da sind also die leeren Kristalle. Okay, auf jeden Fall brauche ich hier ganz dringend einen Pylon. Dann machen wir mal auch hier einen hin. Dann können wir hier nämlich dann schon mal unsere Basis ein bisschen verteidigen. Bau du da mal ein Kanönchen hin. Und zwar am besten dahin. Dann wieder zurück an die Arbeit, während ich nochmal kurz 3 Sonden baue. Unser Geist ist unbeugsam. Ihr seid mal Gruppe 1. Für Artanis, Casa de Templari. Ja, das sollte unser erstes Angriffsziel sein.
So, Sonde. Ich würde gern so eine heranwarpen. Dauert dann nicht mehr allzu lange. Den hätte ich allerdings gerne bei diesem hier. Machen wir mal dahin. Mal gucken, wahrscheinlich ist gerade voll für den Arsch, aber müssen wir mal gucken. Unser Geist ist unbeugsam. So, die Templer, wie ich gerade sehe, haben nur 40 Schilder, 40 Punkte, sind relativ anfällig. Auf jeden Fall mehr Berserker. Naja, ich weiß. Ein Pylon kostet 100. Hätte ich bitte gerne hier auch noch eins. Und dann wieder zurück an die Arbeit. Wenn ich hier gleich mal noch eine Sonde baue. Also halt, stopp, Moment. Ich baue erstmal noch kurz noch einen Assimilator.